dieser Ausstellung gibt es natürlich gigantische Tiere der Urzeit zu sehen. Wir haben den großen Camarasaurus, einen langhalsigen, pflanzenfressenden Dinosaurier oder auch den Tyrannosaurus Rex. Wir sehen also eine ganze Menge gewaltiger Skelette hier in der Ausstellung. Die landläufige Meinung ist ja, dass die Dinosaurier zum Ende der Kreidezeit ausgestorben sind. Aber wir sagen hier, das stimmt überhaupt nicht. Die Dinosaurier sind eine der erfolgreichsten Gruppen nach wie vor. Sie leben nämlich weiter in Form der Vögel. Vögel sind Dinosaurier, denn sie sind aus einer ganz speziellen Gruppe von Raubsauriern hervorgegangen. Und diese Raubsaurier, die waren befiedert. Also es gab wirklich befiederte Dinosaurier. Und diese Evolution der Feder und des Fluges, die wird hier in der Ausstellung auch ganz besonders thematisiert. Das Prinzip, nach dem die gesamte Ausstellung vorgeht, ist das Prinzip des Aktualismus. Der Aktualismus vergleicht heutige Tiere mit ausgestorbenen Formen. Also wir versuchen da ein Pendant zu finden. Wir haben eben auch das Brutverhalten versucht zu thematisieren. Wir nutzen auch da wieder das Prinzip des Aktualismus. Wir vergleichen diese Raubsaurier oder diese befiederten Saurier mit heutigen Arten und können eben vermuten, möglicherweise haben die sich verhalten wie große Laufvögel, wie Strauße und Nandus. Wir haben natürlich neben den wertvollen Originalobjekten, die man natürlich aus verständlichen Gründen nicht anfassen darf, aber auch immer was dabei, was dann eben der Besucher auch berühren darf. Das hier zum Beispiel ist ein großer Schädel eines Tyrannosaurus Rex. Das ist ganz wichtig, um das zu verstehen, wie groß wirklich so ein Tier ist. Es muss begreifbar sein. Also kann man mal fühlen hier, die großen Zähne, ganz schön gefährlich.